Jetzt ist der Ebertplatz. Zuletzt wird da ein junger Mann erstochen. Messerstecherei, der brutale Angriff auf Passanten. Wir haben ja nicht nur das Problem, dass das Menschen sind hier aus Köln. Und ein Mord unter schwarz- und nordafrikanischen Drogendealern. Letztes Wochenende ist ja ein Familienvater oder zwei hier angegriffen worden. Der Haupttäter hat 40 Straftaten.